Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag hier auf der Cantabria Infinity. So, wie immer zwei Missionen am Anfang. Und wir sind wieder bei 270.000, also wir haben, glaube ich, gute 30.000 gerade wieder eingenommen. Was mir persönlich sehr gut gefällt, da ich einiges vorhabe. Und zwar zuerst einmal rückwirkend auf den gestrigen Tag. Wir haben die Dieselfabrik gekauft. Besuchen. Sesam, öffne dich. Nichts, nur wenn er mit dem Tag da kommt. Gell? Ist ja klar. Und wir haben da Sonnenblumen und Sojabohnen eingeladen. Ich habe gesehen, dass bei einem unteren Videos auch Raps eingefüllt wurde. Mein Problem ist gerade, ich habe mein Handy nicht mit, denn ich würde gerne nachgoogeln, was das Canola ist, aber ja. Hilft nichts, finde ich gerade nicht mein Telefon. Ja, gut, dann halt nicht, muss ich nachher schauen beim nächsten Mal. Und was wir noch gehabt haben. So, warte mal. Na, da steht. Da ist ein Ablassventor. Kompost und Diesel steht unten. Weil ich habe eine Videos gesehen, das betrifft anscheinend das alte Werk. Und beim alten Werk, da hast du da Gärreste ausgebracht, da drüben Kompost und dann halt noch Diesel. Jedenfalls haben wir das anscheinend dann immer, wir haben nur noch Kompost und Biodiesel. Walzer, Girosol, Habastesoja. Ich glaube, Canola könnte echt der Raps sein. Jedenfalls, was ich mir noch erkundigt habe, wegen Danken. Wir waren nicht daneben, wir haben leider nicht danken können. Aber angeblich, na, mit dem, der Hänger, der FD99, mit dem sollte wir scannen. Aber da wir jetzt schon da sind, seht ihr diese zwei, MT44 und FT44. Das sind die Mods, was ich mir jetzt besorgt habe. Und zwar der FT44, der zwar war in einem Mod inkludiert, heute haben wir noch einen Mod. Und der FT44 ist rein für Kraftstoff. Mit dem kann ich dort so fahren zur Biodieselanlage und aus dem kann ich auch tanken. Meine Traktoren bedanken. Warum habe ich den am Motor genommen? Es hat andere Hänger gegeben mit Biodiesel, mit Dieselanhänger oder sonstiges. Und zwar, weil die zwei dabei sind und der da, wenn sie unten schaut, der kann Salzwasser abbefüllen. Ich bin nämlich einer, der sich gern vorbereitet. Und ich habe gleich geschaut, was brauche ich für einen Fassel für Salzwasser. Und natürlich habe ich zuerst bei uns da geschaut, bei Tiere mit dem Wasserfass. Nur mit dem geht es leider nicht. Dann habe ich gedacht, mit was für einem geht es dann? Habe ich gedacht, Güllefass. Habe ich da durchgeschaut? Nee, mit der geht es auch nicht. Und dann habe ich auf Farming Simulator im Internet auf Farming Simulator geschaut.
Und rein für den Traktor habe ich leider nichts gefunden. Das Einzige, was ich echt gefunden habe, war der da. Und dafür brauche ich nachher aber auch entweder einen LKW, der mindestens 124.000 kostet, also weniger. Was wir aber nachher hier besorgen werden, weil ich muss dann für die zwei Hänger diesen hier besorgen. Der kostet 9.000, damit kann ich auch hängen. Aber das Verkehr zurückfahren ist mit dem die Hölle. Also jeder, der das einmal schon gehabt hat, das ist einfach die Hölle. Mit dem verkehrt war eine Parken, eine Schirm oder sonst was. Ihr werdet es nachher eh sehen. Jedenfalls brauche ich das, wird 9.000 kosten. Und die zwei zusammen, wenn es gleich wird besorgen, würden kosten 140.000. Was ich aber beide nicht brauche. Ich zurzeit, der ist auch für Kraftstoff. Zurzeit wird dann halt noch bei der Tankstelle tanken. Denn was mit der kostet, da zahle ich lieber noch die Tankstelle. Erst wenn ich wirklich die Dieselanlage schon voll habe, dann werde ich den besorgen. Vor allem auch noch, wenn ich die anderen Firmen habe. Es bringt leider zurzeit sonst nichts. Ich kann zwar Diesel erzeugen und wenn ich denke, ich habe genug, kann ich den besorgen oder wenn ich noch ein Sprockert habe. Aber zurzeit nicht. Was ich aber machen kann, ist der da kaufen. Der kostet 67.000 für Salzwasser. Und ihr werdet schon vermuten, was ich dann vorhab. 67.000 und die 9.000 vom Dolly sind 67, haben wir gesagt, oder? Ich bin schon ganz verwirrt heute. 67 und die 9.000 sind 85.000. Und wo haben wir sie? Entsalzungsanlage. Der kostet 75.000. Das heißt, was haben wir gesagt? 85 oder was? Und 75. Wir sind bei 150.000 und 160.000. Wir haben 270.000. Wird sie also ausgehen und ich will es auch kaufen. Denn aus dem Trinkwasser braucht man noch und das Salz, das könnte man normalerweise verkaufen. Jetzt haben wir erst 7 Uhr. Mal schauen, ob die Geschäfte offen haben zuerst. Verkauf, besuchen. Ah, da bin ich wieder. Wieder nicht merkt. Da Supermarkt besuchen. Ich war nämlich gestern einmal da, aber am Abend und da hat es anscheinend zu. Was immer das ist, es muss ja halt auf Paletten kommen. Also da ist es Lebensmittel-Dings. Da muss ich bei der anderen Firma das machen. Da haben wir Verkauf Wolle, Supermarkt Luba. Da haben wir noch einen. Aber da ist er auf Paletten. Irgendwo müsste ja das Salz auch zum Verkaufen gehen. Verkauf. Material. Also muss ich mir noch schlau machen, weil ich das Salz verkaufen kann. Aromageschäft. Ah, nicht Aroma, Agroma. Vendata. Was kaufst du denn da? Sag mal, Junge. Kaufst du Salz? Saatgut und Dünger. Okay. Okay, wir füllen. Aber irgendwo ist das ja gegangen. Oder war das?
Es war okay, das hat verkaufen als sollte, ich weiß es nur noch nicht wo. Ist egal jetzt. Aber ich glaube, ich bin mit der Firma und jetzt zwei Sachen gleich kaufen. Halt okay, gleich was entsalzen. Denn das Wasser will ich nachher als nächster Schritt brauchen für die Tiere. Als nächstes werden Zeit die Schafe. Warum sind die Schafe überhaupt da? Besuchen. Und da bei den Schafen, da kann ich dann eigenes Wasserfassel besorgen, was ich nachher dazu bestelle und stehen lasse. Und von dort immer das Wasser holen. Und da werden wir schauen, dass wir nicht nur, dass wir ein paar hundert Schafe zusammenbringen, weil die Weide ist groß genug. Und Gras. Gibt's auch nur. Heute müssen wir die noch besorgen, aber damit ist eine kleine Fahrt, was wir da gesehen haben. Passt, so viel dazu. Dann hätte ich gesagt, Diesel. Können wir einkaufen? Können wir kaufen? Können wir kaufen? Eieiei. Entsalzung. Besuchen. Einbezahlen 75.000. Tja, tut er nix. Jetzt. Hoppala. Da habe ich der 75. 1, 2, 3. Einzahlen. So, mal gehört die Firma und. Und wir kaufen den Dolly, auswählen. Nein, was hat denn noch Standard? Breitreifen? Na, Standard. Passt, kaufen. Ja. Ein Händler, abholbereit. Ist okay. Zurück, zurück und. Das Wassertank. Auswählen. Anhängerkupplung. Flussanhänger hinten. Da könnt ihr doppelt da beladen. Soll ich das machen? Was hat der Füllungsvermögen? Weiß jetzt nicht. Na, lass mal Standard. Radseite, der Breitreifen, neuer Standard, Design, Überladerohr, Standard. Nehmen wir mitten Überladerohr. Na, nehmen wir Standard. Tanker, Aufdruck. Mit Aufdruck. Und Kraftstoffmarke. Was? Hä? Generell. Das war's, oder? Das erste. Ja. Was nichts kostet. Ja, passt schon. Lass mal das. Passt. Keine Ahnung, was. Aufdruck Shell oder was? Na. Nein, nein, das will ich alles nicht. Was ich nämlich weiß, ist, so mit Salzwasser befüllt, kriegt ihr seinen eigenen Aufdruck, nämlich. Felgen. Ja, lass mal weiß zurück. Und Hauptfarbe blau. Für Wasser blau, nehmen wir hellblau. Passt gut, damit wissen wir, der für Wasser gut. Und kaufen. Ja. Steht auch beim Händler bereit. Somit haben wir noch 108.000. Sehr gut. Zurück, zurück, zurück. Und jetzt hoffe ich nur, dass mein Traktor stark genug ist. So, einsteigen.
Na, was krieg ich damit? Und somit fangen wir wieder los. Aber weil ich gerade sehe, dass der Tank da nur noch bei 112 Liter ist, werden wir zuerst tanken fahren, oder wie ich jetzt zuerst tanken fahren, und wir werden uns morgen wieder sehen. Ja. Wie gesagt, heute passt's, heute reicht's. Den Hänger, Walter Fassel und den Dolle, dann zeige ich euch morgen, wie er ausschaut. Und auch die Befüllung von der Entsalzungsanlage, das werden wir auch morgen machen. Gut, in dem Sinn, hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Auch über positives Feedback verschauen oder ein Abonnement wäre sehr schön. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag bzw. Abend. Bis morgen. Ciao, ciao.